Wann kam der Punkt, dass ihr gesagt habt, wir brauchen jetzt hier irgendjemanden, der da mit reingeht? Wir haben Simple Club gebootstrapped angefangen. Das war auch bis heute, glaube ich, ein super wichtiges Learning, dass du einfach von Anfang an verstehst, eine Firma muss betriebswirtschaftlich funktionieren und nicht nur, weil du viel Funding hast. Ich glaube, das wurde in 2021 von vielen vergessen. Das heißt, das war für uns wirklich ein wichtiges Learning. Und dann irgendwann haben wir aber eine Situation gehabt, das war genau als Covid quasi ausgebrochen ist und die Schulen in Deutschland geschlossen wurden. Da hatten wir ein Wochenende, wo, das wissen wir noch ganz genau, wo die ganzen Kultusministerien entschieden haben, okay, in 2 Tagen wird die Schule geschlossen, in ganz Deutschland. Und alle so, wie soll das funktionieren? Und dann haben wir spontan entschieden, eine Hilfsaktion zu starten und wirklich 5 Wochen lang unseren gesamten Premium-Zugang von Simple Club, von der Lernplattform, kostenlos rauszugeben. Die einzige Voraussetzung war, dass uns Schulleitungen anschreiben. Und wir hatten keine Marketingaktion draus gemacht, kein Lead-Fund und so weiter, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass uns das danach vorgeworfen wird, dass wir die Krise ausnutzen. Deswegen, es war wirklich eine Hilfsaktion. Und was wir dann gemacht haben, ist, allen zu antworten, die uns anschreiben. Und wir dachten, es melden sich 10. Und dann innerhalb von 5 Tagen hatten wir 1,9 Millionen Lizenzen im Wert von über 30 Millionen Euro rausgegeben. Und das war so viel, dass wir es automatisieren mussten. Das war richtig krass. Und dieser Moment hat uns gezeigt, okay, das, was wir mit Simple Club Bootstrap aufgebaut haben im Privatmarkt, kann auch viel größer werden, weil wir jetzt die Chance haben, langfristig der Ersatz für ein Schulbuch zu werden oder wirklich das Kernmittel, wie Leute in der Schule und auch in der Ausbildung lernen. Und das war für uns ein Punkt, wo wir entschieden haben, wir müssen Dinge beschleunigen. Und dieser Beschleunigungsgrund war der Grund, warum wir geraced haben und dann HV Capital als ersten Investor in der Seed-Runde reingeholt haben. Bis heute war das wirklich die beste Entscheidung, die wir unternehmerisch getroffen haben, glaube ich, weil wir sehr zugegebenermaßen sehr naive Gründer waren davor. Wir haben uns alles Learning by Doing beigebracht, hatten aber absolut keine Ahnung davon, wie du daraus ein 100-Millionen-Business baust oder so. Und als die reinkamen, war das wie so ein Schlag ins Gesicht an, du weißt gar nichts. Aber nicht, weil die uns das gesagt hatten, so, sondern weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir sind einfach nur ein kleiner Furz im Gegensatz zu HelloFresh, Zalando, Flixbus und so weiter. Und dann haben wir auch gemerkt, wenn wir auf das Level wollen, müssen wir dieses Umfeld bauen. Was dann in nächster Instanz der Grund war, neben HV und dann auch eben 10x Founders in der Series A, viele Angels reinzuholen, die diesen Weg schon gegangen sind, aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und jetzt haben wir die Gründer von Flixtus dabei, von Schüttflix, Sender, CoachUp, einige andere. Und die geben uns so unglaublich wertvolle Tipps. Gerade eben hatte ich auch vor diesem Podcast einen Call mit einem von denen. Und es war super wertvoll. Und deswegen können wir das, glaube ich, jedem empfehlen, dass man nicht nur, ich sag mal, so Pro-VCs hat wie HV Capital oder vielleicht auch irgendwann Corporate-VCs, sondern auch Angels, die selber Gründer sind, weil die einem auf Gründerebene auch nochmal viel mehr wertvollen Input geben können. Oder wenn ihr jetzt nochmal komplett anfangen würdet, würdet ihr euch direkt Leute suchen, die euch Geld dafür geben? Würdet ihr erstmal alleine den Weg gehen und bootstrappen, wenn ihr was komplett Neues machen würdet? Ich glaube, wir würden erst wieder bootstrapped anfangen. Vielleicht würden wir einen Ticken früher dann auch racen, aber wieder genau dieser Punkt von, je länger du es rauszögern kannst du racen, desto mehr hast du ja auch schon Proof gebaut, desto mehr Traction hast du schon gebaut, desto besser wird deine erste Bewertung werden, desto weniger wirst du direkt verwässern, und desto confidenter kannst du auch letztendlich reingehen. Plus, du zwingst dich wirklich dieses betriebswirtschaftliche Modell im Hinterkopf behalten, was long term dir dann halt auch diese Unabhängigkeit gibt, die du, glaube ich, ja auch willst und die du auch als Unternehmertyp, warum ist man Unternehmer? Man schätzt diese Freiheit, man schätzt diese Unabhängigkeit. Und wenn du das erstmal Bootstrap aufbaust und versuchst rauszuziehen, dann gewinnst du damit so viel davon, dass ich es wieder so machen würde. Voll. Ja, crazy. Ich glaube auch, dass viele zu früh Kapital oder zu früh Geld brauchen. Und meistens ist so, ja, also Markus Diekmann sagt zum Beispiel immer, nur wer bereit ist, alles zu riskieren, kann auch alles gewinnen. Da würde ich auch voll mitgehen, weil du, wenn du nicht bereit bist, dein eigenes Geld irgendwo reinzustecken, so warum soll dann jemand anders sein Geld irgendwo reinstecken oder sein Ja, Geld bei dir reinstecken? total. Ja. Das ist, glaube ich, beim Raisen auch ein gutes Learning, was wir hatten, weil am Anfang, wenn du null in dem Fundraising-Game drin bist, denkst du so, du gegen Investoren im Pitch, ne? Also du musst irgendwas pitchen und die müssen es geil finden und so. Und dann bist du richtig enttäuscht, wenn du Absagen bekommst, weil, also es ist normal, Absagen zu bekommen in einer Fundraising-Runde. Aber wenn du selber mal in die Investorenbrille gehen würdest und dann drauf schaust, merkst du vielleicht bei deinem Pitch, der ist halt wirklich nicht geil. Und wenn du da dieses Ego ablegen kannst und draufschauen kannst und sagen kannst, okay,
ich habe einen Pitch gebaut, da würde ich absolut mit absoluter Sicherheit mein gesamtes Geld gerade reinstecken, weil das so geil ist, dann ist das, glaube ich, schon mal eine gute Grundlage. Und wenn du an dem Punkt selber noch nicht mal bist, warum solltest du anfangen zu raisen? Das war, glaube ich, auch ein wichtiges Learning für die nächsten Runden. Das ist ein sehr gutes Learning. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall nochmal wirken lassen, was du gerade gesagt hast. Habt ihr viele Pitch-Runden machen müssen? Und eine Frage vorher: Wie habt ihr eigentlich Investoren gefunden oder wie finde ich als junger Startup-Gründer Investoren? Zu